Nice. Das ist unsere einzige Chance. Wir haben auch ohne dieses Sicherheitsunterfangen schon genug Ärger verursacht. Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Moment. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Hm. Also hat hier niemand das Sagen. Ich bin übrigens hier, finde ich super. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht hier. Ihr solltet auch überhaupt nicht hier sein. Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Passt. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Ah, wir nehmen den Weg durch die Berge oder greift mit den Soldaten an? Also ganz ehrlich, da ich einer Horde von Soldaten weniger Vertrauen entgegensetze als mir selber, würde ich sagen, schnell aber indirekt ein groß angelegter Angriff mit Soldaten, die sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht. Soldaten werden andernorts als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angegangen, doch es könnte Verluste geben. Hm. Scheiße. Ach komm, Alter. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Scheiße! Beric hat zugestimmt. Bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden einzelnen. Ach! Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Was soll's? Was soll's? So, was haben wir hier noch so? Hier ist original nix. Nun gut. So klettern wir hinauf. Oh, 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 oh. Und wenn wir oben sind, muss ich ja unbedingt noch eine Einstellung vornehmen, bevor wir uns wieder so richtig schön ins Getümmel stürzen. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Okay. Aber Charakterbogen. Verhalten. Ein. Nein, du bist bitte... Ja, gesteuerter Charakter, logisch. So. Na, wie kommen wir jetzt zum nächsten Charakter wechseln? So, guck mal. Mana-Ausdauerreserve in Prozent. Achso. Würde ich schon mal sagen, 20%. Zielauswahl. Beschützen. Anschließen, beschützen, anschließen. Very Cassandra Solas. Cassandra...
Nee. Gesteuerter Charakter. Heiltrankreserve ist mir Latte. TP-Grenzwert für Heiltränke 50%. Da bin ich immer sehr verschwenderisch. Obwohl, ja, am Anfang des Spiels sind 30% total legitim. Du bist auch so ein Dude, von dem ich nicht weiß, was ich von ihm halten soll. So, Mana-Ausdauerreserve in Prozent. 10. Magier immer voll draufhauen. So, Zielauswahl. Du bleibst bei Cassandra. Und beschützt sie bitte. Obwohl, ne, du schließt dich auch mal an. Heiltränke und so machen wir alles. Heiltrankreserve ist okay. 30% sind auch noch total legitim am Anfang. Passt. Cassandra. Bei dir würde ich halt ganz gerne sagen, Zielauswahl. Ah, schwierig. Ich will halt nicht, dass sie sich anschließt. Ich will halt auch nicht, dass sie... Naja, okay, dann machen wir halt beschützen und dann beschützt sie halt auch den gesteuerten Charakter. Dann müssen wir dann mal schauen, wie das jeweils läuft. Mana-Ausdauerreserve 10%. Ist eigentlich Schwachsinn. Als Nahkämpfer kann sie auch mal draufprügeln, wie sie will. So, gib ihm volle Pulle. So, 30%. Können wir das bei Varric auch noch einstellen hier, komm. Nee. So, hier. Hashtag läuft. Für eine Art Tunnel ist das. Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Ist ja ein ganz schöner Weg. Kommt ihr? Ja. Oh. Die Dudes sind am Stießen. So, Angriff von hinten war angesagt, ne? Trololol. Alter Falter, hat der HP. Nice, wir... Ach, guck mal, wir teleportieren uns mit dem Angriff sowieso nach hinten. Und wir haben merklich keine Ausdauer mehr. Jetzt wieder. Ja, sah alles echt ein bisschen anders als im zweiten Teil und echt auch ein bisschen anders als im ersten Teil. Das ist irgendwie so ein Mischmasch aus beidem. Recht konfus hier zu Beginn. Und... die sind mir zu schnell. Also es kann nicht sein, dass ich mich auf einen Angriff vorbereite. Die schon volle Himmel draufhauen. Okay, also es macht wenig bis keinen Sinn, Dinge zu zerdeboren. Ist nichts drin. Da ist überall stehen Truhen rum. Nirgendwo ist was drin. Hätte gedacht, jetzt sitzt hier so ein eingefrorener Dude rum. Plündern! Yes! Irgendein Schild mit total Latte, aber ist noch ein Skelett dabei. Oh. War eventuell kein Fehler, okay. Geile Mucke. So, Inventory. Waffen. Stilett. Haben wir jetzt die beiden Stilette ausgerüstet? Jetzt mal ohne Spaß.
Ah ja, nein, haben wir nicht. Da ist jetzt ein... Jetzt mal im Ernst, woran erkenne ich denn, was hier was ist? Jetzt haben wir immer noch... Haben wir jetzt beide Stilette ausgerüstet? Jetzt mal ganz im Ernst, dafür bin ich gerade... Also das nervt mich. Weil ich nicht erkennen kann, was wo ausgerüstet ist. Und es wird mir auch keine jeweilige Verbesserung auf irgendwas angezeigt. Ah gut, okay. Vielleicht übersehe ich auch gerade was, da fuchst man sich ja noch rein. Ach so, halt, ich kann aber... Ah. Wer von euch hat denn ein Schild? Du. Du hast ein Schild mit 5 Rüstungswert und wir haben hier ein Schild mit 6 Rüstungswert. Dann sollst du das doch bekommen. Sieht cool aus. Hallo? Nice. Weitor im Text. Da nicht, da, oh. Oh no, the gang, it's tiling. Dachte ich, aber er geht nur um eine Säule rum. Da es hier aber so arschdunkel ist, habe ich das nicht gesehen. Widderleder und Fennekfell. Fennek? Sind das nicht diese Füchse? Ich bin voll nicht dafür, dass man die einfach so umbringt. Hallo, Darling. So, angenommen, ich teleportiere mich jetzt einfach... Warte mal, teleportiere ich mich automatisch hinter ihm? Yes, mega nice. Ah, schade. So, nein, nein. Ich will zuerst die Dudes hier. Ja, bitte. Ja. Meine Fresse, Alter. Mit dem Eis ist der Dude natürlich derbe krass drauf. So ein Eismagier ist schon keine ganz schlechte Sache. Silberohrringe. Yay. Kriegt später jemand. Oh no. Ich schätze, wir haben die Soldaten gefunden. Das können unmöglich alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich dem Mann mit der leuchtenden Hand. Okay. Deal. Wie immer wandern wir abseits der Wege. Wie so oft finden wir nichts. Und ich mal sagen muss, hier so Schneelandschaften ist schon sehr schön, aber ich habe mir eventuell ein bisschen was Wärmeres angezogen. Andererseits, okay, gut, der Typ kommt gerade aus dem Kerker, wurde hier quasi in die Situation reingeschmissen. Ist auch nicht so ganz die feine Englische. Und hier ist auch nichts. Dann tingeln wir doch direkt mal weiter. Und wir haben eine gewisse Lebenregeneration auf jeden Fall. Ein Auto-Wreck. Der uns schon sehen. Ah, eindeutig. Boah, haha. Ah, jetzt hat er aber auch schön voll auf die fiese Phrase bekommen.